chinesisches. Ah, nett. Bei uns gibt's nachher Bratkartoffeln, als ob das irgendjemanden interessieren würde. Aber egal, wir gucken erstmal. Warum ist da kein... Okay, es war ein Fail. Geh doch dahin. Ist Fenster eigentlich immer noch da? Kann man hier jetzt noch was machen? Ne, wir brauchen die Chili-Schote bestimmt noch für später. Egal, jetzt gucken wir erstmal, was wir so für Drogen im Medikamenten. Sag mal, kocht das Wasser nicht irgendwann über? Ist ja nicht unser Problem, ne, Medi? Was? Beruhigungsmittel? Tonis Beruhigungsmittel. Dr. Gizmo sagt, es bekämpft die Symptome, aber nicht die Ursache. Wie meinte er das wohl? Du bist die Ursache und du kannst nie bekämpft werden. Was ist das? Was ist das? Magere Ausbeute heute. Ist Schwänzel noch da? Mann, meine Nudeln sind kalt. Muss ich die nochmal in die Mikro tun? Nein, du bleibst jetzt da, wir nehmen jetzt auf, du gehst jetzt nicht weg. Es liegt genau. Ja, das mache ich jetzt, macht mein Vater. Toni hätte ruhig aufräumen können. Alter, gerade wie du. Du hast ja, das mache ich, das macht mein Vater und dann Rufus. Toni hätte hier ruhig aufräumen können. Ah, du bist like Rufus, hab ich gehört. Ja. Ach komm, es kann doch nicht so schwer sein zu explodieren. Ich schaff's doch auch immer wieder. Hat meinen vollsten Respekt dafür. Ja, wir haben tödliche Waffen eingesammelt. Lass uns darüber freuen. Oh ja, ich explodiere auch immer. Eigentlich sind Töchter was für Feiglinge. Aber nach dem dritten explodierten Öltank... warum explodierst du gerne? Was? Ich hab gesagt, ich explodiere auch immer. Ja, warum? Ach so, ja. Dumm wohl. Ach ja, auch so geil, kommt heute zu NTS. Sagst du ja, ich fange schon mal eine Runde ohne dich an. Ich hab Sound gemutet, machen, dass ich so anhöre, ich ihn so schreien. Ah, scheiß Noobs, wieder! Ich denk mir nur, okay, mach den Sound dann wieder aus. Ach, der raged immer so witzig rum. Ich würde sagen, wir besuchen jetzt mal Wenzel. Ich klicke aber auch immer die Teams. Ja. Das ist Wenzels Haus. Der wird ganz schön Augen machen, wenn ich ihm von meinem Abenteuer erzähle. Was ist das eigentlich für ein Saugroboter? Er wird sich grün und blau ärgern, dass er nicht mitkommen wollte. Er wird sich schütteln und Heulkrämpfe bekommen. Warum bin ich nur nicht so cool und risikobereit wie du, Rufus? Ich würde auch gern so krasse Sachen erleben. Aber tief in seinem Innern weiß er längst, dass er nicht das Zeug dafür hat. Harte Worte. Das wird ihn in eine tiefe Depression stürzen. Alter. Oh Mann, ich hoffe, er ist zu Hause. Mach ja, wie menschenfreundlich Rufus auch zu sein scheint. Wenzel? Fast wie Jürgen. Hey Rufus, schon zurück? Das ging diesmal aber wirklich schnell. Sag nichts. Ich hatte es diesmal wirklich schon geschafft. Leider kam mir wieder einmal meine Menschenliebe dazwischen. Ach ja, diese verfluchte Menschenliebe. Immer steht sie dir im Wege, nicht wahr? Du sagst es. Du kommst ja zu nichts mehr. Es gibt einfach zu viele Menschen. Man sollte sie alle... aus dem Roten Meer versenken, genau. Diese verfluchte Menschenliebe. Apropos, danke für deine Sachen. Was? Moment mal. Ist das etwa meine Kiste? Du hast gesagt, ich kann alles nehmen, wenn du es schaffst. Aber... Und du hast es geschafft. Das hast du doch eben sogar noch einmal bestätigt, oder? So ein ja. Arschloch. Ja, schon. Na, dann ist doch alles paletti. Er muss sterben. Wir haben Ach, einen... Übrigens, ich finde, Rufus ist fast wie ich. Er hat auch so Noobs im Team. Ich meine, Rufus, Wenzel. Rufus ist nicht wie du. Rufus ist cool und lässig und du bist. Du halt! Apropos, wir haben einen Haken. Kreuz. Wir haben einen Haken und hier ist niemand. Wir werden nachher mal versuchen, ihm etwas anzutun. Und wenn, dann wirst du es tun dürfen. Mit dem Haken. Ja, Kreuz. Das wirst du nachher machen. Hast du die Kiste etwa aufbekommen? Ja, man musste nur vorher die Kindersicherung lösen. Aber es war nur dieser komische Stock da drin.
Das sieht auf jeden Fall schon mal cool aus. Wir brauchen ihn. Das ist die Wünschelrute meines Vaters. Meinst du? Der Legende nach hat sie ihm immer Glück gebracht. Was für eine Legende? Er hat damit die Wasserader gefunden, auf der Kuwak gegründet wurde. Puh. Wenn mein Vater immer so viel Glück gehabt hätte, warum hat er es dann nicht geschafft, mich mitzunehmen, als er Deponia verließ? Tja, da bin ich überfragt. Hm, fick dich. Bis später. Genau. Das ist die Wünschelrute von meinem Dad. Dann nimm sie. Nix da, Rufus. Die gehört jetzt mir. Aber das ist ein Familienerbstück. Na und? Geschenkt ist geschenkt. Oh, Junge. Ich kann es kaum erwarten, sie auszuprobieren. Vielleicht finde ich ja irgendwo in der Gegend eine Quelle. Und wenn ich dann reich bin? Teilen wir 50-50? Leihe ich sie dir vielleicht mal für ein paar Stunden aus. Okay, Medi, es ist Zeit. Es ist Zeit, du darfst ihn jetzt hakisieren. Warte, so, jetzt tu es. Du schaffst das. Ja? Kannst du hochscrollen, also das Inventar? Ah. Und jetzt töte ihn. Sei brutal. Ja. Er wüsste damit nichts anzufangen. Er weiß ja nicht einmal, etwas mit sich selber anzufangen. Ach, schade. Okay, dann mache ich jetzt die Verschlörung wieder aus. So, nein. Nein, nein. So, zu spät. Halt. Oh Mann. Alter, ich würde gern das... Hallo? Das Teil ist noch... auf jeden Fall, wir müssen diesen Wenzel auf jeden Fall irgendwie... Ach, das nervt mich ein bisschen. Was machst denn du? Ja, da ist noch das Teil von Dings. Aber egal, wir müssen diesen Wenzel irgendwie Schaden zufügen, um es glimpflich auszudrücken. Geht hier noch was? Nee, dann gehen wir doch mal ins Badezimmer. Ach, ich habe mich schon gewundert, warum hier die Hälfte immer schwarz ist. Schwarz! Ist das Game wirklich so krank? Hä? Ach so, stimmt. Ich will nicht schon mein ganzes Pulver verschießen. Okay. Was würdest du jetzt machen, Medi? Okay. Niemals. Mein Inventar könnte abbrennen. Und Toni wird es nicht noch einmal flicken. Ja, klar, dass dem Toni auch schon mal das Inventar geflickt hat. Bimbo-mäßig wie er ist. Oder wie sie ist, anscheinend. Schwamm! Er ist aufgedunsen, er ist nutzlos und er hat einen Schwamm in seiner Küche. Ich hab gedacht, das ist bald ziemlich egal. Los, heben wir SpongeBob Schwammkopf auf. SpongeBob Schwammkopf. Ich hab keine Ahnung, was wir mit diesen Inventarobjekten tun sollen. Ich bin sehr schon überfordert. Was? Wie bitte? Wiederhol's nochmal. Nie antwortet er. Immer hält er einfach seine Fresse. Okay, was ist hier noch? Ah, ein Rohr. Wenn mich mein brillanter Orientierungssinn nicht trügt, müsste ich jetzt direkt unter der Dusche sein. Okay. Wir müssen höchstwahrscheinlich irgendwas mit diesem Rohr machen. Genau dann, wenn Wenzel unter der Dusche ist. Aber dazu muss er erstmal duschen müssen. Haben wir dazu schon irgendwas im Inventar? Weißt du, was wir jetzt mal versuchen, Medi? Wir geben ihm jetzt einfach mal das Narkotikum. Vielleicht schläft er dann ein und wir können das... Er wüsste damit nichts anzufangen. Er weiß ja nicht einmal, etwas mit sich selber anzufangen. Können er die auch... Und selbst? Dann mit dem Haar. Ja, aber es ging jetzt ja gerade nicht. Wo geht's raus da? Schau, du Arschloch. Alter, mich nervt es, dass du... Gehst mal da... Junge, lass mich mal reden. Ja? Mal rechts oben den komischen Menschen da. Nein, ich wollte es eigentlich Toni zuerst ihre Drogen geben.
Nein, der ist jetzt recht oben. Aber ich will doch jetzt endlich meine... Okay. Die sehen voll hässlich, also passen die zu dir. Sei ruhig und hör auf mich zu beleidigen, ich habe auch Gefühle. Du meinst wie der Stock da? Welcher Stock? Kann man den nicht aufheben? Nein. Dann gehen wir mal rein. Wow, mit diesen Menschen kann man so unglaublich viel machen. Bloß der Stock, dass der Stock besser ist als du. Ziehen Sie sich eine Wartenummer und der Bürgermeister wird sich bald um Sie kümmern. Was ist denn hier los? Wurde das Glas mit den Erdnüssen aufgefüllt? Eine Frau ist aus dem Himmel gefallen. Es heißt, sie soll wunderschön sein. Der Bürgermeister soll nun entscheiden, wer sie bei sich aufnehmen soll. Ich kenne diese Stelle. Das dürfte ihm nicht so schwer fallen, nachdem er meine Geschichte gehört hat. Ich habe das Mädchen vor dem finsteren Fiskus gerettet. Ich trage die Verantwortung für sie. Rufus for the win. Kumpel. Aber ich habe auch eine gute Geschichte vorbereitet. In meiner kommt sogar ein Drache vor. Also stell dich hinten an und zieh dir eine Nummer, wie alle anderen auch. Was haben die eigentlich alle für schöne Hütchen auf? Und warum sind hier eigentlich Cosmo und Wanda? Was, Cosmo und Wanda? Ja, grüne Haare und pinkes Oberteil. Ich finde, die haben irgendwie Ähnlichkeit. Also, Lottie schon vermisst, Alter. Was würde ich dafür geben, sie jetzt zu hören? Aber ich kann sie nur lesen. Ich klicke erstmal die anderen an. Selten so dämliche Hüte gesehen. Ich habe auch schöne Hüte hier rumliegen. Müsste ich mal zeigen, irgendwann mal. Okay, der Bürgermeister will was entscheiden? Der Bürgermeister will was entscheiden? Wer sie, aufnimmt? Lothek meint, das Mädchen soll der Dorfgemeinschaft, eingegliedert werden. Er klickt es an. Und irgendwer wird sie gesund pflegen müssen. Ich hoffe, der Bürgermeister wählt mich. Sie könnte mir in den Schlammgruben helfen. Seit ich mir beim Rostschrubben die Fingerkuppen aufgeschlitzt habe, neige ich zu Nagelbettentzündungen. Du willst, dass sie für dich rostschrubbt? Das ist empörend. Wieso? Wozu brauchst du das Mädchen denn? Sex. Rufus? Rufus. Ich glaube, ich kann Gedanken lesen. Sein Gesichtsausdruck war gerade auch genial. Genau dieselben Gedanken wie ich. Ich sag doch, Rufus ist wie ich. Ach ja. Das Mädchen gehört zu mir. Das hat immer noch der Bürgermeister zu entscheiden. Er redet übrigens mit so viel Emotion. Ich kann es nicht glauben, wie viel Emotion der Synchronsprecher in die Synchronisation von ihm gelegt hat. Es ist so unglaublich. Wie komme ich zum Bürgermeister? Ganz einfach. Zieh dir eine Nummer und stell dich hinten an. Okay. Willst du noch was sagen? Ich klicke immer hier rum, ohne dich zu fragen. Das hat sich gereimt. Hör auf damit, bitte, danke. Wo ist das Mädchen jetzt? Sie ist im Sitzungssaal. Dr. Gizmo ist bei ihr. Sie ist angeblich bewusstlos. Ich hoffe, ihr ist nichts Ernsthaftes zugestoßen. Ich auch. Mit gebrochenen Armen kann man keine Auspuffrohre stapeln. Alter, wie wär's, wenn du mal aufhörst? Halt, Moment. Was? Mach mal einen Dialog und achte, was der Kleine da mit seinen Händen macht. Okay. Also der da. Ja. Könnt ihr mich vorlassen? Ich hab's ein bisschen eilig und... Ach so. Na dann! Willst du meinen Stuhl haben? Sollen wir dir was zu trinken holen, während du wartest? Wir könnten dir auch einen Kuchen backen. Echt? Ich mag Kaktuskuchen, aber keine Rosinen bitte. Und, ach so, Mist, jetzt habe ich Hunger. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der muss aufs Klo. Oder? Ja, seilt ja nichts Gelbes ab und auch nichts Braunes. Nein, nein. Im Ernst, lasst mich vor. Hör mal, Rufus, das war eben kurzwitzig. Jetzt ist es halb nervtötend. Und halb traurig. Weißt du, was sitze ich? Ich habe auf meinem Laptop, den muss ich sowieso dann wieder putzen, einen Dreckfleck. Und der ist genau zwischen seinen Beinen.
Da kann man echt denken, der hat sich schon eingepisst. Eingepisst? Habe ich da einen Trend verschlafen? Der Dachdecker hat auf Hutmacher umgesattelt, weil es seit Monaten nicht mehr geregnet hat. Verstehe. Und die Hosen kommen sicher von dem Typen, der vorher Abdeckplanen hergestellt hat, richtig? Hey, die hat mir meine Frau genäht. Oh. Ich habe mir jetzt extra auch einen Hut angezogen. Ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber ich habe jetzt gerade einen meiner Hüte angezogen. Nur weil die hier auch alle Hüte tragen. Ich verschwinde. Kann ich eigentlich mit dem was anderes reden, mit dem? Nein, okay. Ich verschwinde. Also, jetzt hören wir mal Lotti zu und Medi ist ja wirklich schon traurig, dass er leider nur lesen kann. Aber sobald die Folgen ankommen, wirst du dich sehr darüber freuen. Okay? Ja! Aber ich gucke natürlich auch jede einzelne Folge. Ich sag jetzt erstmal, damit ihr auch mal wisst, wann ich Geburtstag habe. Die erste Folge ist an meinem Geburtstag rausgekommen. So. Jedes Amt braucht eine gute Seele. Vielleicht sollte das mal jemand dem Bürgermeister sagen. Und jetzt reden wir mit ihr. Ich habe ja schon gehört, also in anderen Let's Plays auch, dass sie sehr, naja, nett